Ein Jahr FÖPE, was ist Ihnen in einem Jahr passiert? Dieses Jahr war grundsätzlich am Anfang nicht ganz so leicht, weil die Realität hat uns überholt mit Corona. Wir sind sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes ins kalte Wasser geworfen worden, weil die Probleme mit den Baustelleneinstellungen oder Baustellenstopp einfach wirkliche Themen waren, die uns betreffen als Projektentwickler. Und das war aber andererseits aber sehr positiv, weil wir gleich auf Touren gekommen sind, haben gleich unser Netzwerk aufsetzen können, beziehungsweise unser Netzwerk im Positiven verwenden können, sprich mit der Gewerkschaft Bauholz, mit der Vereinigung österreichischer Baufirmen, mit der FIBÖ, einfach uns auf einen Tisch setzen und dort eine konstruktive Lösung finden. Also da haben wir gleich gemerkt eigentlich, dass die Vereinigung, so wie wir sie aufgesetzt haben, einfach gefehlt hat. Unser Ziel, das wir haben, das wir erreichen wollten, dass wir in dem Jahr eigentlich als eine Vereinigung wahrgenommen werden, dass wir als Vereinigung mit einer Stimme gegenüber den verschiedenen Stakeholdern, ob das jetzt Politiker, ob das Verwaltung ist, sprechen, ist uns eigentlich gelungen. Jetzt wollte ich gerade fragen, was ist jetzt die Zielsetzung und was ist da eigentlich so passiert in diesem Jahr von der FÖPE? Vor allem in Richtung Ansprechperson, Ansprechstelle für die öffentlichen Behörden. Ist das wahrgenommen worden schon, die FÖPE? Ja, wir sind eigentlich, man muss ganz ehrlich sagen, das Feedback ist durch und durch positiv. Die Verwaltung, die Behörden, die Politik, die Interessensvertretungen sind eigentlich sehr froh, wenn sie mit einer Stimme reden können, also wenn sie ein Gegenüber haben und wenn das Gegenüber für ihre Themen eine fundierte, ordentlich aufbereitete Meinung, Entwürfe von Texten etc. hat. Also wir sind da mittlerweile doch in verschiedensten Arbeitskreisen auf Länderebene, Bundesebene involviert. Ich kann jetzt nur sagen, zum Beispiel bei der, was die neue UVB angeht oder was die Raumordnung angeht oder bezüglich Seveso-Thematik. Also wir sind da breit, mittlerweile sehr breit aufgestellt und habe den Eindruck, werden mit offenen Händen empfangen. Apropos offene Hände, eine Zielsetzung war ja, wenn ich mich richtig erinnere, auch eine Compliance-Richtlinie zu erarbeiten. Ist das passiert? Ja, haben wir gemacht, gehört auch selbstverständlich dazu, noch dazu in einer, als eine Zunft, die so stark, unsere Kampagne sagt ja, wir gestalten ihren Lebensraum, so stark mit einer breiten Bevölkerung zu tun hat, brauchst du einfach eine Compliance-Richtlinie. Wir haben die aufgesetzt in einen Arbeitskreis und alle Mitglieder haben diese Kriterien unterschrieben. Diese Kampagne Lebensraumentwickler ist ja eigentlich sehr breit publiziert worden. Was war denn da die Zielsetzung? Da hat man auch die, sozusagen die Konsumenten ja auch erreichen wollen. Jetzt können wir es sehen, man kann es jetzt positiv oder negativ sehen. Ich sage immer, das Glas ist halb voll oder halb leer. Was meine ich damit? Grundsätzlich, wir haben einfach einen nicht guten Ruf gehabt. Die Zunft der Projektentwickler. Wir wurden als Immobilienhaie, wir wurden die sich richten, Netzwerker, Spekulanten, also mit Begriffen assoziiert, die wir wirklich nicht repräsentieren. Wir, und deswegen haben wir die Kampagne gemacht, wir sind eigentlich eine, wir haben, wie soll ich sagen, ein Berufsfeld, wo wir sehr breit mit vielen, de facto mit jedem Österreicher fast täglich zu tun haben. Wir schaffen den Lebensraum, wo du wohnst, wo du arbeitest. Wir sitzen hier bei einem Mitglied, der das errichtet hat, wo die Kinder in die Schule gehen, weil wir haben Jahre, wo die Kinder, wir errichten Kindergärten, wir errichten Hotels, wir errichten Freizeitanlagen. Eigentlich haben wir tagtäglich mit allen Österreichern zu tun. So, wir machen den, wir gestalten, wir entwickeln den Lebensraum. Und das wollten wir einfach mit der Kampagne mal ausdrücken. Und ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen, wissend, dass man kann nicht einen Ruf von, der sich über 50 Jahre aufgebaut hat, innerhalb von 6 Monaten ändern. Das war der erste Start und wir werden das jetzt kontinuierlich weiter verfolgen, um einfach die Wertschätzung, die Wertschöpfung, muss man sagen, im Sinne der
Volkswirtschaft umsetzen, auch dementsprechend wahrgenommen werden. Das war so ein bisschen die Vergangenheit. Es beginnt jetzt, nach diesem einen Jahr, es war ja, ich kann mich erinnern, das erste Gespräch war ja mitten im ersten Lockdown in der Jagdhütte. Jetzt hat sich das alles verändert und es hat sich eine Professionalisierung ergeben. Ist genau ein Jahr und zwei Wochen oder irgend sowas. Ja. Also es war wirklich schwierige Verhältnisse, wie ihr da gestartet seid. Mittlerweile hat sich das gut entwickelt und auch die Wirtschaft an sich hat wieder Tritt gefasst. Ich hatte damals den Eindruck, dass es ein bisschen so ein, wie soll ich sagen, nicht Closed Job, aber by invitation only war, die Lebensraumentwickler. Wollt ihr euch jetzt breiter aufstellen und öffnen? Nein, wir wollten überhaupt nicht ein Closed Job sein. Grundsätzlich, logisch, haben wir gestartet mit den Mitgliedern, die ich kenne, weil wir im Grunde genommen, das ist eine Eigeninitiative gewesen. Und da habe ich mal gefragt, wolltest du nicht mitmachen? Dann waren wir 20, wir sind jetzt über 40, 44. Ich sage, wir wollen breit werden, weil ich glaube, nur dann sind wir stark. Wir wollen noch stärker in die Bundesländer. Wir haben jetzt gerade 5 weitere Mitglieder zum Beispiel in der Steiermark gewonnen. Wir machen jetzt eine Roadshow in Kärnten, in Salzburg. Grundsätzlich gibt es keinen Bauträger, der nicht willkommen ist bei uns. Es gibt, wenn ich jetzt das so Daumen mal berechnen darf, wahrscheinlich 100 ordentliche Projektentwickler, Bauträger in Österreich, die wollen wir alle als Mitglieder haben. Ich gehe davon aus, dass wir im nächsten Jahr wieder 20, 30 dazugewinnen werden und dann am Schluss der Reise sicher 90% da am Markt tätigen als Mitglieder haben. Genau. Und was sind so heuer sozusagen die Milestones, die FÖPE erzielen will? Das ist relativ einfach. Wir wollen einfach ein seriöses, verlässliches Gegenüber für die jeweiligen Stakeholder sein. Wen meine ich damit? Politik, Verwaltung. Wir wollen unsere Interessen mit einer sozusagen gebündelt transportieren und gehen davon aus, dass auch die Themen, die wir proaktiv angehen, auch wirklich, sage ich jetzt zu 90%, es ist mein Kompromiss, zu 80% realisieren können. Das ist das oberste Ziel. Und ich finde auch, und deswegen auch noch einmal zurückzukommen auf die Kampagne, auch die öffentliche Wahrnehmung ist, finde ich, ganz, ganz wichtig, weil, ich sage immer, es ist ganz lustig, in der Vergangenheit auf ein Projekt klopfen, ich sage jetzt bewusst wie beim Kasperl aufs Krokodil, hat immer viel Applaus gebracht. Und das ist, finde ich, einfach nicht richtig, weil, wie gesagt, wir machen 10% der Wertschöpfung vom BIP. Das kann nicht sein, dass dann immer negativ darüber berichtet wird. Also zweites großes Ziel ist weiter, die Kampagne zu verfolgen, um einfach die öffentliche Wahrnehmung richtig zu setzen. Breiter noch werden bei den Mitgliedern und ich glaube, den eingeschlagenen Weg einfach fortsetzen. Dann gibt es noch eine Kooperation mit der TU? Genau, das ist ein Danke. Wir wollen, logisch, wir sind nur stark, wenn die Jugend stark ist. Wir machen jetzt mit der TU mit dem Raumplanungsinstitut einen Lehrgang, wo wir stark involviert sind, auch Mitglieder von uns alle stark involviert sind, einfach um das Know-how eines Projektentwicklers der nächsten Generation weiterzugeben. Jetzt sind wir momentan so in einer Neugestaltungsphase, wo auch jeder seine Wünsche viel realistischer äußern kann als früher. Gibt es so die drei größten Wünsche der Projektentwickler an die Politik? Es gibt drei, schwierig. Es gibt viele. es gibt viele Wünsche. Grundsätzlich glaube ich, die Verlässlichkeit. Das, was uns wehtut, ist ich sage immer, was ist die größte Qualität eines Projektentwicklers? Der Selbstbetrug, weil wenn wir wüssten, wie lange etwas dauert, dann würden wir nie was beginnen. Ich kann mich an ein nettes Telefonat mit einem sehr wichtigen Verwaltungsbeamten erinnern, letztes Jahr zum Lockdown, der netterweise angerufen hat und gesagt, ihr Armen, wie geht's euch? Sag ich, wie soll es uns gehen? Uns geht's gut. Sagt er, wieso? Sage ich, wir haben vor jeder Wahl einen Einjahres-Lockdown, weil die Politik bzw. die Verwaltung einfach auf der Bremse steht. Das kann es nicht sein. Wir lesen jeden Tag über zu hohe Mietpreise, zu wenig Wohnungen sind zur Verfügung, Konjunkturthemen. Also ich glaube, ein wichtiges Ziel ist einmal, dass wir diesen
Wahl-Lockdown wegbekommen, sprich Berechenbarkeit, Transparenz. Wir wollen auch für uns die Transparenz, erwarten aber auch die Transparenz von der Verwaltung, sprich der digitale Akt. Wien zum Beispiel ist da sehr weit schon, damit auch alle Anrainer, alle Involvierten sehen, was läuft hier, weil wir haben überhaupt nichts unter der Decke zu verstecken. Das sind die, sage ich, zwei, drei großen Ziele, die wir für uns haben. Also digitaler Akt österreichweit, Beschleunigung der Verfahren generell. Genau, Beschleunigung der Verfahren, sprich keinen, nennen wir es Wahl-Lockdown. Es gibt einfach, ja. Es muss Kontinuität in den ganzen Verfahren sein. Mhm. Und ganz wichtig ist einfach Berechenbarkeit. Mhm. Frage, die mich sehr interessiert, wie steht es da um die Anrainerrechte? Mittlerweile ist es ja so, dass bei jedem Bauprojekt irgendwelche schützenswerte Wiesel oder Ziesel oder sonstiges oder Nachtfalter auftauchen. Das ist alles kein Thema, sage ich. Schauen Sie, wir wollen ja mit ein Projekt, Nona Net, hat immer ein paar Befürworter und ein paar Gegner. Alles in Ordnung. Wir wollen auch nicht sozusagen drüber fahren, sondern wir wollen einen transparenten Prozess haben. Die müssen eingeladen werden. Es muss Diskussionen geben. Aber nehmen wir her die Novelle der UVB. Eine UVB anzuwenden, die gemacht wurde für eine dritte Landebahn, sprich groß, 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 groß Projekt, jetzt auf Projekte anzuwenden, wo es um 200, 300 Wohnungen geht, das, finde ich, ist mit Kanonen auf Spatzen schießen. Da brauchen wir für jegliche Thematik brauchen wir das passende Instrument. Und das ist unser Ziel, dass wir hier Instrumente schaffen, wo auch der Anrainer weiß, wie er agieren muss, wie wir agieren, deswegen auch die Compliance, wo die Verwaltung weiß, und da glaube ich, miteinander kriegen wir das zusammen. Gibt es eigentlich so eine Art Verhaltensregularien für die WÖPE-Mitglieder geben, einen Qualitätsmindeststandards, was immer, auch um so ein bisschen den Ruf zu verbessern? Ja, das haben wir in unseren Compliance-Richtlinien ganz genau eigentlich definiert, wie man mit Problemen, sprich im Zuge eines Projektes umgeht. Kommunikationsrichtlinien, Transparenz, die Themen, die ich gerade erwähnt habe. Also die WÖPE ist sowas wie die Maklerkarte für Projektentwickler. Das Siegel der Projektentwickler. Das Siegel. Grundsätzlich darf ich aber schon erwähnen, haben wir, wenn ich unsere Mitglieder anschaue, sind schon davor alle, muss ich sagen, ja. Marktteilnehmer gewesen, die das ordentlich machen. Es gibt nicht aber welche, die das nicht machen. Genau, so, die sind aber noch nicht Mitglied, die werden wir hereinholen und die wollen wir dann auch in der Qualität sozusagen überzeugen.